Servus Leute, hier ist wieder Dancemann, sagt mit Dänemark und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und ich werde jetzt euch in diesem Video mein neues, was heißt eigentlich neues, es hat auch eines meiner älteren, aber sozusagen neu angefangenen Bauprojekte, vor allem halt aktiv. Erstmal die Geschichte, genau, Frage ist nicht lang. Begonnen habe ich glaube ich also auch schon im Jahr 2017 mit diesem Server oder 2018, also ziemlich früh, ist also noch ein Teil des alten Accounts. Damals halt in einer komplett anderen Gegend. Als ich aber dann diese Gegend dann doch nicht mehr so gut fand, habe ich ein bisschen zentraler gebaut. Herzlich willkommen auf meinem Berlin-Server. Das Brandenburger Tor habe ich übrigens nicht selber gebaut. Aber dazu später. Also auf jeden Fall habe ich jetzt eben Berlin gebaut. Anfangs, da hinten, kann ich auch mal zeigen, also das hier ist der alte Punkt. Das zeigt so den Breitscheidplatz. Hier das Europa Center. Mit dem Mercedes-Stern oben. Hier die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Maßstab, damit ich weiß, wie hoch die ganzen Gebäude sein sollen. Und das Hochhaus Upper West und Zoofenster. Sowie hier der Bahnhof Zoologischer Garten mit den alten Maßstäben des Servers. Ja, man muss ja wissen, ich habe die Maßstäbe ja nach einer Zeit angepasst und nicht mehr so alles so groß gebaut, sondern. Also zum Beispiel für die Bahngleise habe ich eine neue Art. Man muss ja wissen, das ist halt so von 2018 und so halt. Also damals halt. Das ist also die Ursprünge. Heute baue ich ja anders da. So, aber hier in dem alten Bahnhof sind auch S-Bahnen drin. Ja, die meiner Meinung nach überhaupt nicht gelungen ist. Das ist, Bahnfans würden es wissen, das ist der das ist die Baureihe 481 der Berliner S-Bahn. Nur halt, dass ich es überhaupt nicht hinbekommen habe, den zu bauen. Wie man ja sieht, das sieht eigentlich scheiße aus. Also mir persönlich gefällt er ganz und gar nicht. Dann hier habe ich auch den Eingang vom Zoo. Und dann irgendwann kam dieser Punkt, wo ich dann so ungefähr hier gebaut habe und mich dann gefragt habe, ja, wie weit ist es denn eigentlich noch bis in die Innenstadt, weil ich halt Richtung Brandenburger Tor und so bauen wollte. Dann merkte ich, oh, das ist ja doch noch ein bisschen weiter. Dann müsste ich nämlich auch noch dann den Potsdamer Platz bauen, bis dahin halt. Und dachte mir dann, nee, das würde mir viel zu lange dauern, vor allem nach dem damaligen Zeitpunkt, weil ich alles alleine bauen musste und so. Na, wisst ihr ja immer noch. Dachte ich mir so, nee, ich baue neu. Und hab dann aus der Toolbox das Brandenburger Tor geholt. Man kann ja nicht alles bauen. Nee. Also manches ist mir dann doch eben. Vor allem, weil das hier nice ist. Erstmal Grüße gehen raus an den Erbauer. Ich habe gerade keine Ahnung, wer das ist. Weil, Alter, das, war hier realistisch die Säule gemacht, Alter. Das Dach und, das hier. Sogar oben diese Frau-Dings mit dem, Ich hab den Namen vergessen. Ich weiß nicht, ob da noch. Ich habe es noch vorhin einfach so in meine Wikipedia eingegeben. Also, ich meine, das Brandenburger Tor. Da habe ich den Namen von dieser Statuen Menschen Dings Viechtungs dort gesehen mit dem ja, sorry. Ich weiß, es war irgendwas mit O. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Ich weiß es nicht mehr.
Toll. Ja, ich bin jetzt gerade auf Wikipedia. Sieht man halt nur nicht, weil ich jetzt nicht das Bild umschalten möchte. Nee. Also. Es war nichts mit O. Es war Quadria. Also die Figur heißt. Aber klar, kein Wunder, habe ich dann gesagt O. Weil das Q sieht aus wie O. Nur halt mit einem Pimmel unten drunter, ganz einfach. Also auf jeden Fall einfach wie, vor allem einfach wie realistisch die Quadria gebaut wurde. Sogar oben mit dem mit diesem Ding, hier dieser Staat, also diesem Pferd, dem Pferdegesicht dafür und hier diesen Plus. Sehr realistisch. Dann ist doch der Bundestag auch nicht von mir gebaut. Sorry, Leute. Aber ich denke, das erkennt man, dass das nicht von mir gebaut wurde. Warum? Zum einen ist es paradoxerweise, es hat zum einen also zu wenig Details und gleichzeitig doch viele Details. Also zum Beispiel ist es, ja, ist es halt so, hätte ich es gebaut, dann wäre es entweder voll realistisch geworden, so ein 1 und 1 Nachbau, 1 zu 1 Nachbau, nicht 1 und 1. 1 und 1, ich bin Marcel Davis und seit 16 Jahren arbeite ich bei 1 und 1. Nein, Leute. Also ja, hätte ich es gebaut, wäre wahrscheinlich die Kuppel begehbar. Zudem wäre es halt eine richtige Kuppel und nicht einfach so ein komisches Ding. Also es ist hier mit so einem Innenraum und das ganze andere Zeug. Aber ich habe es halt nicht gebaut, weil nochmal, ich habe damals alles alleine gebaut. Und da kann man halt nicht alles bauen. Ja, es ist halt so. Aber ich bin der Meinung, genau das zuzugeben, dass ich dort Gebäude aus der Toolbox habe, zeigt Stärke. Ich könnte es auch sagen, ja, ich habe alles selber gebaut. Aber das stimmt halt nicht. Das wäre gelogen und es wäre schwach. Auf jeden Fall, das habe ich halt nicht selber gebaut. Aber ich baue es gerade selber um. Aber hier dieses Gestein und und so, das war ich. Also hier dieses Gestein. Und die Farbe, diese beige, ich weiß nicht, ob das beige ist oder was beige überhaupt ist, weil als ich mir das Modell geholt habe, hat es mir nicht gefallen, wie die Farbe aussah. Ich dachte, grau, das ist nicht grau, das ist, okay, stopp. Dann da vorne ist gerade ein Riesenrad, weil, naja, muss man auch mal ein bisschen Aktionen haben auf dem Server. Und hier baue ich. Ja, baue ich, also nicht immer so Toolbox, das heißt, ne, baue ich dann das Paul-Löbe-Haus. Und da hinten ist ein Stück der Mauer. Auch nicht von mir. Ja, ich habe die ganzen Dinge damals hingebaut. Hingestellt, ich darf nicht hingebaut, hingestellt. Weil vor allem halt damals, 2017, konnte ich gar nicht bauen. Auch die Siegessäule ist nicht von mir. Weil nochmal, wenn es halt so viele Details hat, ist es eigentlich in den meisten Fällen nicht von mir. Weil, ja. Obwohl es auch nicht immer stimmt, wie gesagt. Also auch ich kann ja Details bauen. Aber auf jeden Fall, jetzt gucken wir uns mal hier nicht das da hinten an. Das ist ja noch alles umgebaut. Ungebaut. Oder? Ach, ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall erstmal hier oben, wenn man reinkommt. Hier ist das Spawn. Hier ist das Spawn. Da hat man hier ein Auto. Leute, man muss ja auch mal rumfahren. Und hier ein Bus. Der kleine Bus. Und der Doppeldeckerbus. Übrigens aufpassen mit dem Doppeldeckerbus, der kann abgehen. Der driftet übelst. War auch eine geile Szene. Wie ich da gefahren bin mit dem einen Bus. Der kleine. Und ein Kollege von mir aber mit dem Doppeldecker vorbeigedriftet. So. Natürlich, was macht Berlins Nahverkehr eigentlich aus? Ich meine, es ist ja nicht der Busverkehr oder Straßenbahn oder so. Nein.
Denn Berlin ist eine der wenigen Städte Deutschlands neben Hamburg, München und Nürnberg, die eine richtige U-Bahn haben. Also nicht wie, wie zum Beispiel in Köln oder in Stuttgart oder in Karlsruhe oder in Hannover oder so, wo einfach die Straßenbahn unterirdisch wird. Nein, Berlin hat nämlich so eine richtige U-Bahn wie in New York. Teils sogar tatsächlich, weil es auch manchmal oberirdisch wird, oberirdisch, unterirdisch. So, und natürlich haben wir auch die U-Bahn gebaut. Wie man ja hier sehen kann. Aber ist halt noch nicht so detailliert gebaut. Außer den Zug, Leute, wie immer. Den Wagenkasten dieses Zuges, aufgrund der Details sieht man, dass es nicht ich war. Ich habe aber den Wagenkasten genommen, umgebaut. Hier, die Fenster mache ich eben, mache ich durchsichtig. Und dann, ja, hier den Innenraum, Destination, aber es ist falsche Linie. Leute, es ist auch, es ist, okay, es ist auch der falsche Zug. Weil das hier, nochmal Bahnkenner wissen, welches Fahrzeug das ist. Natürlich auch ich, da ich mich ja auch für U-Bahn- und Straßenbahntechnik interessiere, ist das, es ist ein HK. Eigentlich müsste auf dieser Linie, das ist nämlich die U5, eigentlich ein H-Zug stehen und nicht der HK. Das HK, also das K, steht nämlich für Kleinprofil, weil das Berliner U-Bahn-Netz ist in zwei Profile eingeteilt. Aufgeteilt. Das Großprofil und das Kleinprofil. Ich glaube, es hat auch irgendwas mit der Wende zu tun, glaube ich. Also, ich weiß es aber nicht mehr. Deshalb gibt es halt verschiedene Baureihen für die jeweiligen Profile. Weil halt wegen Bahnsteigentfernung. Also, wenn ein Großprofilzug im Kleinprofilnetz fahren würde, würde er, glaube ich, gegen die Bahnsteigkante stößen, habe ich mal gesagt. Wie. Oder irgendwie. Also, auf jeden Fall ist das hier eben die U-Bahn. Das ist die U-Bahn-Station Brandenburger Tor. Und das hier ist halt eben die U5. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Hier ist halt eigentlich sehr wenig. Natürlich ist das schade, weil hier eigentlich auch Touristenattraktionen sind. Hier kommt später das Wachsfigurmuseum Madame Tussauds hin. Aber ich habe halt eben vor allem damals, weil ich halt vor allem damals halt alleine gebaut habe, nicht so viele Details reingesetzt, weil ich nicht an einer einzigen Stelle sein möchte. Was man ja nicht verstehen kann, weil wenn man an einer einzigen Sache baut, dann wird man ja nie fertig. Erst als ich dann auch vor allem Hilfe bekam, habe ich mehr gebaut. Der Fernsehturm ist auch hier nicht von mir. Weil ich den Ball nicht hinbekomme, diese Kugel. Die bekäme ich nicht hin. Aber ich meine, Alter, sieht das halt geil aus. Ich könnte halt nur so einen blöden Ball hinmachen, aber das würde. Aber dann hätte das keinen Nutzen. Ich möchte ja, dass man hochgeht, weil ich möchte ja. Meine Server sind nicht dafür da, dass man kurz reingeht und dann sagt, okay, ja, ist mir zu langweilig, ich gehe wieder raus. Sondern dass man schon ein paar Stunden unterwegs ist und sonst irgendwas. Und deshalb soll man den später betreten können. Auch das untere Teil habe ich nicht gebaut. Aber da war zuerst ein anderer Turm und ich habe das dann beide zusammengefügt. Jetzt gehen wir zurück zur anderen Stelle. Das hier ist das internationale Handelszentrum. Das habe tatsächlich ich gebaut. Ja, das habe tatsächlich ich gebaut. Weil, also das war nicht so schwer. Ich habe vergessen, dazu zu machen. Man kann da einfach rausgucken. Okay. Dann hier fährt die Straßenbahn. Übrigens, Urbanmove Beste. Also ganz offiziell, Urbanmove ist das Beste. Diese verdammte geile Straßenbahn, GT6N, fährt ja auch übrigens in Berlin, wurde auch nicht von mir gemacht, sondern von einem Tim Heck.
Grüße geht raus an Tim Mac. Verdammt geiles Modell. Ich habe halt lediglich unten die Räder umgebaut, damit es besser rollen kann und nicht irgendwie an jeder kleinsten Erhöhung hängen bleibt. Auf jeden Fall ist Urban Wolf meiner Meinung nach das Fahrzeugmodell der Zukunft. Alle Fahrzeuge sollten meiner Meinung nach irgendwann Urban Wolf werden, weil es ist wie schon das Beste. Weil meine alten Fahrzeuge mit dem, ich weiß nicht was für ein Ding es war, kippten bei so einer Kurve hier um. Ich kann aber mit Urban Move mit Höchstgeschwindigkeit hier durchfahren. Geil. Haltestellenschilder habe ich auch nicht gebaut. Wenn irgendwas richtig harte Details hat, dann war das meistens nicht von mir. Weil ich... Jetzt bin ich bisschen zu spät. Bisschen zu früh meine ich, nicht zu spät. Und zwar hier... Müsste ich den eigentlich auch noch sagen. Hier kommt die U-Bahn-Station hin. Ich weiß ja nicht, ob genau hier oder ein bisschen weiter. Keine Ahnung. Aber hier kommt die U-Bahn-Station unter den Linden hin. Kleine Bemerkung hier. Die U-Bahn-Station habe nicht ich gebaut. Also ich habe sie nicht aus der Toolbox, sondern sie hat einen Kumpel von mir gebaut, der mir beim Bauen auf dem Server hilft. Geil, dass man sowas halt hat. Ich habe keine Ahnung, was das hier, wie das immer heißt. Hier habe ich angefangen, den Berliner Dom zu bauen. Bei dem habe ich mir gesagt, hier möchte ich wirklich auch Details machen, weil ich es wichtig finde. Man sieht auch schon, es hat schon ein bisschen Details, ja. Aber ich bin aber auch noch nicht damit fertig. Hier soll dann die Spree hinkommen. Und da habe ich immer ein bisschen weiter runter gebaut. Weil, kann man auch machen. Damit ich auch nicht nur an einer einzigen Stelle bin, habe ich halt hier runter gebaut. Sah mit den Kästen, wie zum Beispiel auf dem Los Angeles Server. Wisst ihr noch, habe ich auch nur so Kästen hingebaut und wieder nach einer Zeit dann irgendwann, ja, also, um so alles zu setzen. Habe ich hier auch gemacht. Dadurch habe ich jetzt hier den Gendarmenmarkt. Da kommt dann später der deutsche Dom und der französische Dom hin. Also hier der deutsche, hier der französische Dom und hier, keine Ahnung, was das nochmal für ein Gebäude war. Hier habe ich dann die U-Bahn-Station Stadtmitte, die schon ein bisschen detaillierter. Die ganzen Aufnahmen dieser U-Bahn-Station habe ich von einem YouTuber durch einen, dem seine Videos bekommen, weil es gibt halt so einen YouTuber, der geht durch ganz Europa und macht Aufnahmen, wie er in den U-Bahn-Stationen rumlaufen tut. Finde ich übrigens richtig nice, weil ich hatte jahrelang Probleme, U-Bahn-Stationen zu bauen, weil ich nicht wusste, wie baue ich die. Weil ich meine, du hast ja zum Beispiel auf Google Maps so wenig Aufnahmen. Und deshalb bin ich froh, dass der YouTuber MetroCheck Aufnahmen macht von U-Bahn-Stationen. Auf der ganzen Welt. Aber halt vor allem halt hier in Europa. Und das heißt halt eben, den U-Bahnhof Stadtmitte, also den hier, habe ich nur dank dem seine Videos so bauen können. Ansonsten hätte ich es gar nicht so bauen können. Dadurch kann ich eben Details setzen und es hilft mir auch vor allem beim Bauen, weil ich dann zum Beispiel ungefähr weiß, wie eine Station sein muss. Hier zum Beispiel ist die U-Bahn-Station direkt unter der Straße. Jedes Straßenstück hier unten drunter ist halt ein Teil U-Bahn. Aber auch nicht direkt. Klar, man sieht man hier, ist es halt... Okay. Dann habe ich noch eine Sehenswürdigkeit hingebaut, weil ich ja auch ein bisschen auch... Ja, muss auch realistisch so sein. Und deshalb ist hier der Checkpoint Charlie. Das war nämlich damals die Grenze der USA. Also hier ist das, hier war früher das russische Gebiet. Und hier ist dann das, was aber hängt, hier ist dann das amerikanische Gebiet gewesen. Natürlich gewesen, weil ich baue ja in der aktuellen Zeit. Ja. Wenn ich nicht in der aktuellen Zeit
bauen würde, nochmal so, hätte ich weder da hinten den GT6N hingestellt, also Toolbox, noch die hochmoderne Berliner S-Bahn, Toolbox, BR483. Ich werde es halt nur noch umbauen, dass man die Türen öffnen kann und so weiter. Also, man merkt halt schon natürlich, in welcher Zeit es spielt. Ich bin also hier ziemlich aktuell. Aktuellste Zeit 2022 halt. Ja. Also auf jeden Fall ist das bisher mein Server. Ist halt noch nicht so viel, aber wie schon gesagt, es ist dann noch mehr als gar nichts. Und jetzt in der nächsten Zeit werde ich vor allem die hinteren Stadtteile bauen. Also ich weiß immer noch nicht, was da hinten für ein Stadtteil ist. Wie heißt der? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall Richtung Hauptbahnhof, sagen wir so. Also Richtung Hauptbahnhof, über da oben halt. Weil ich noch nicht beim. Klar, ich könnte auch beim Regierungsviertel bauen, aber das ist mir dann noch ein bisschen zu schwer. Da ich nicht schon wieder Baufehler machen möchte, weil damals auf dem beim Bau von Los Angeles habe ich nämlich einen riesen Baufehler gemacht. Das war so schlimm für mich, weil ich dann alles nochmal neu bauen musste und nee, das war einfach eine Folter. Aber auf jeden Fall, das war's wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Sonst würde das Video so lang gehen.